Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich wirklich, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Das Video heute ist wieder ein Video aus der Erfolgsjournalserie von mir und heute wird es richtig schmutzig, wie der Titel das auch schon sagt. Schnell und schmutzig. Nein, Spaß beiseite, in dem Video heute geht es darum, wo ich glaube, es ist wirklich die grundlegendste Eigenschaft, wenn man eine anhaltende, eine wirkliche Veränderung von irgendetwas im Leben haben möchte. Also sprich, was man sich wünscht. Ne? Das heißt immer so Veränderung, jeder Wunsch ist ja eine Veränderung. Ne? Wenn ich mir irgendwas wünsche, wünsche ich ja das. Wenn das da ist, ist es ja anders als davor. Also alles ist eine Veränderung. Jeder Wunsch, dass ein Wunsch dauerhaft sich sozusagen verändert. Was meine ich damit? Wir suchen wirklich in unseren Lebensbereichen, egal ob im psychischen oder im physischen Lebensbereich, für die Quick- und Dirty-Lösung oft. Anstatt wirklich das Problem zu beseitigen. Anstatt wirklich zu sagen, das ist eigentlich das Thema, das Problem, und das beseitigen wir, wird irgendwie versucht, schnell irgendwie Wunderpille muss her, die soll das lösen. In der Medizin ist das ja oft sehr oft so, irgendwelche Schmerzen. Bei meinem Vater, der war so wirklich ein Modell für das, wo ich mir dachte, wie man nicht sein sollte. Der hat Kreuzschmerzen gehabt, Gliederschmerzen, Hauptsache eine Spritze vom Arzt, irgendeine Pille, die Wunderpille, Schmerzen sind weg, alles ist super. Der wäre nie auf die Idee gekommen, eine Ernährung umzustellen oder vielleicht einmal ein bisschen irgendeine Gymnastik zu machen, dass die Muskeln sich lockern, Massagen und so weiter, sich mit dem Körper zu befassen, dass die Probleme weggehen und dann wären die auch dauerhaft weg eigentlich. Na, Hauptsache, eine Pille, super, super Arzt, alles perfekt. Ein Arzt, der gesagt hätte, was wirklich zu machen, der nicht mit der Quick und Dirty Lösung gekommen wäre, da wäre mein Vater gar nicht hingegangen. Und ich dachte mir echt oft so, die Menschen sind so, weil ich bei mir so auch gemerkt habe, dass das für mich nicht ist. Ich hatte auch Kreuzschmerzen, auf egal welchen Gründen, ganz in der frühen Jugend schon. Und das war ganz schlimm, dass ich als Jugendlicher mich oft nicht bewegen konnte. Und dann, bis ich echt einmal zum Arzt ging mit Röntgen und allem drum und dran und schlussendlich trotzdem geendet hat, ich habe eine Spritze bekommen vom Arzt, wollte aber nicht, aber ich habe den schon gefragt, ja und was nachher? Was ist nach der Spritze? Ist die dann ein Leben lang alles gut? Die heilt mir jetzt das hier hinten in der Wirbelsäule. Ja so, nee, das lindert den Schmerz. Man müsste, der Arzt ist so, war der gleiche, logisch, im Dorf der gleiche Arzt, wo der Vater hingeht, man müsste bla 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 oder sollte irgendwie vielleicht versuchen, die Muskeln zu stärken und so irgendwie. Und das war für mich schon das mit dem, was der Arzt so nebenbei, so nur weil ich ihn gefragt habe, überhaupt erwähnt habe, das ist eigentlich die Lösung der Probleme gewesen. Wirklich Muskeln zu dehnen und den Stützapparat, um die Wirbelsäule wieder aufzubauen. Ich will jetzt nicht medizinisch sein, aber ich dachte, ich bin so in diesem Modus eigentlich. Mittlerweile habe ich gelernt, wir sind alle extrem dazu verleitet zu Quick- und Dirty-Lösungen. Es ist wahrscheinlich normal, dass man nicht immer den kompliziertesten Weg für irgendein aktuelles Problem sucht, sondern das Naheliegendste. Das ist ja auch wichtig in der ganzen Evolution, aber eben bei manchen Sachen wie eben den Rückenschmerz, bei manchen Sachen vielleicht, da braucht man die Pille, aber bei vielen Sachen ist es eben, dass man wirklich versuchen muss, das Problem zu beseitigen und nicht nur zu überdünchen irgendwie. Nicht? So, der Kelomat, ich weiß nicht, wer kennt man das noch? Kelomat, die Druckkochtöpfe, die pfeifen, wenn der Druck zu hoch ist, dann im Kessel drin. Das wäre so ungefähr wie, der Druckkochtopf pfeift, schnell einen Lappen und das Ventil zustopfen. Jetzt pfeift es nicht mehr. Alles ist super. Aber irgendwann einmal wird wahrscheinlich der Druckkochtopf in der Küche explodieren, weil der Druck zu hoch ist dafür. Also ich glaube, theoretisch würde das wahrscheinlich sogar passieren. Und das meine ich so, das sind so die Quick- und Dirty-Lösungen. Sehr oft mit der Psyche oder der Druckkochtopf, der passt am besten zur Psyche oft. Das merke ich ja speziell, weil es mich ja betroffen hat, weil ich mit meinem Geist, mit meiner Gefühlswelt wirklich mein Leben lang mich immer schon beschäftige und beschäftigt habe. Und ich habe wirklich versucht, immer sehr an die Ursache zu gehen auch, während viele Leute, die sagen so, hey, Depression, ja, Pille, super, alles prima. Und ich habe da nie daran geglaubt, dass eine Pille das heilt. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass man es nicht nehmen soll, aber ich glaube nicht, dass das zu einer Heilung führt. Ist gut
für was zu lindern. Also so wie bei meinen Kreuzschmerzen, ich war der glücklichste Mensch damals, den man sich vorstellen kann. Viele Jahre mich kaum bewegen, auf einmal konnte ich wieder springen. Und das, keine Ahnung, 17 Jahre oder so war ich damals, kein Auto gehabt. Da war das irgendwie prima. Ne? Da dachte ich mir, boah, wie super. Ne? Aber irgendwie ein paar Tage später war es halt wieder da. Da wusste ich, okay, da hatte ich ja in der Anfangs-Euphorie, wo man sich so denkt, ey, gib eher Lösung, super, ich kann ja alles machen. Und dann kommen die Probleme halt irgendwie immer wieder. Und das Gleiche, oder wirklich sehr oft habe ich das im psychischen Bereich erlebt, wenn die Leute die Sachen verdrängen, runterschlucken und so weiter und dann die Depression da ist oder sonst irgendwas, dann eine Pille nehmen, die Pille verarbeitet das Ganze nicht. Ich bin wirklich, also dachte ich zumindest grundauf immer, nicht für quick und dirty Lösungen. Und trotzdem, gerade in der letzten Zeit jetzt, habe ich gemerkt, deswegen würde mich interessieren, wie das auch bei dir so ist. Ich bin jetzt hier in Thailand rumgereist, 2 Monate kann man sagen, circa, oder über 2 Monate. Und auf der Reise oder beim Reisen habe ich super oft gemerkt, wie sehr ich nach einer Quick- und Dirty-Lösung irgendwo bin. Probleme, keine Ahnung, sei es beim Video, bei der Videobearbeitung, wo ich mir dachte, das will ich schon lange irgendwie einmal besser machen, weil ich weiß, das ist nicht ein guter Weg, wie ich ihn mache, aber für einmal geht es irgendwie, oder es ist zwar aufwendig, das Problem würde normal nicht auftreten, wenn man irgendetwas schon richtig beherrschen würde, aber anstatt das richtig zu lernen, dann lieber das Problem danach fixen. So. Und da bin ich bei mir selber drauf gekommen, Helmut, jetzt guck dir mal an, gerade beim Reisen, weil der da echt irgendwie am Widerschneiden bist, vergiss das. Komm, mach die Sachen anders, die Quick- und Dirty-Lösung in der Zeit gesehen, behindern die dich mehr. Das ist immer so, ich dachte, ein Elefant steigt hinter mir aus dem Gebüsch raus. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Achso, ja, du hast dann sehr schnell einen messbaren Erfolg irgendwo, aber irgendwo melden sich die Probleme wieder. Und das ist wirklich so bei allen. Das ist mir auch im Verkauf sehr stark aufgefallen. Gerade am Anfang vom Verkauf, zumindest, ich weiß nicht, hat es eine Zeit gegeben, wo ich echt einmal dachte, na, vielleicht liegt es ja wirklich an den Produkten, weil wenn du so in den Keiler-Vertrieb kommst so, und da denkst, ja, ich mache so etwas, aus irgendwelchen Gründen war das halt mal so bei mir, dann merkst, alle Vertriebe reißen sich so um dich. Und da, wenn du sagst, ja, hier, aber beim Verkauf nicht gut, na, das ist ja nur das Produkt. Und du merkst, die Leute leben sehr oft wirklich, ja, das Produkt verkauft sich von selber. Und wenn es nicht verkauft, dann ist das Produkt schon nicht die eigenen Unfähigkeiten am Verkaufen. Vielleicht ist es die fehlende Selbstliebe, dass man nicht so gut verkauft. Na, das Produkt muss es sein. Bei mir war es wirklich so. Und ich habe damals echt immer extrem daran gearbeitet. Ich wusste nicht wirklich, woran es liegt. Ne? Also so sagt da eigentlich kein Verkauf. Heute vielleicht, aber damals war das so komplett überhaupt nicht auf dem Schirm von den Leuten. Und ich weiß noch selber, wo ich im Verkauf war, weil ich einfach versucht habe, logisch zu denken. Ich dachte mir, ja, das Auftreten, ich habe ein Körpersprache-Seminar als allererstes besucht, wo ich im Verkauf war. So für mich. Dann bin ich nach Wien gefahren. Da waren die in Wien alle aus den Häuschen. Echt von Kärnten nach Wien, weil waren alle nur lokal irgendwie. War aber das Einzige. Damals Internet auch noch nicht so krass und generell wahrscheinlich nicht viele so freie öffentliche Seminare gegeben. Und alle so, boah, echt, ey, der fährt da 500 Kilometer um zum Seminar, Wahnsinn. Und ich dachte mir, ja logisch, wenn ich, keine Ahnung, wahrscheinlich Staubsauger verkaufe, wenn ich 3 Sauger mehr verkaufe im Monat, macht sich ja das Seminar irgendwo bezahlt. Und ja, also in der Berufswelt merkt man es wirklich sehr, sehr oft, diese Quick- und Dirty-Lösungen, dass man einfach wirklich selber extrem dazu verleitet ist, daran zu glauben. Ich habe das ja selber gerade bei den Saugern, da fällt mir so eine Story ein. Mir sind immer die Leute mitgefahren und wie hartnäckig. Ich dachte immer die Leute. Ich bin draufgekommen mittlerweile, dass es ist, glaube ich, eine menschliche Veranlagung in uns. Und wenn wir nicht so wären, dann wären wir wahrscheinlich nicht normal. Es geht nur darum, um die Bewusstheit, gewisse Sachen zu erkennen. Und daran wirklich zu arbeiten, also wenn es sich daran lohnt. Also manchmal ist vielleicht, wenn man etwas nur einmal braucht, ist vielleicht eine Quick- und Dirty-Lösung
ja auch irgendwo okay, aber zum Beispiel bei den Saugern jetzt dann wieder, weil da sind immer die, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, wurden mir immer die neuen Leute mitgeschickt beim Saugerverkaufen. Und aus irgendeinem Grund habe ich immer verkauft wie ein Irrer. Ich wusste echt, jemand kommt zu mir mit, zugucken, so ein Probetag in der Art, da wusste ich, ich verkaufe. Wirklich. Und sehr oft kamen ja die Leute von Kirby und von Vorwerk und ich weiß nicht, alle möglichen Filter Queen und Delfin und ich weiß nicht, welche Staubsaugerfirmen es damals alles gab. Und es war fast echt jedes Mal so, wenn ich davor geführt habe, die alle so, ja alles klar, hey. Logisch, der Vorwerk war schuld, der Kirby oder der Delfin oder Licht am Gerät, merke ich bei dir, das verkauft sich von selber. Und da waren echt voll viele Leute der Meinung, dass ich selber, ich überhaupt verkäuferischer komplette Niete bin, aber das Gerät so gut ist. Komischerweise aus keinen dieser Leute, die haben keiner dieser Leute hat es geschafft, Staubsauger zu verkaufen. Also weder die erst davor und auch nicht in der Firma, wo ich war. Und das war mir damals so für mich so augenscheinlich. Ich habe das damals echt nicht so verstanden. Warum sind die blöd? Weil ich weiß noch, einen bin ich auch mal wirklich direkt aggressiv attackiert, weil ich gesagt habe, hey, das glaubst du jetzt echt nicht im Ernst und so weiter. Da habe ich denen damals schon prophezeit, dass der nichts verkaufen wird bei uns, was dann auch so war. Aber groß Goschert war er trotzdem, die paar Tage, die er da sozusagen bei uns war. Und das war echt für mich, ich habe mir das eben ins Erfolgsjournal reingeschrieben. Und weil ich das reingeschrieben habe und weil ich mich auch jetzt beim Reisen immer wieder so ein bisschen damit beschäftigt habe, ich habe beim Reisen extrem oft gemerkt, wie in mir hat es sich gemeldet, dass ich an meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterarbeiten muss, dass ich viel mehr Zeit nehmen muss. Ich habe mir echt, muss ich ehrlich gestehen, zu wenig Zeit für mich genommen. Aber trotzdem so ein bisschen, dann kommst du ja auch, weil ich eben auf die Sachen geguckt habe, deswegen ist mir das auch bewusst geworden, wie oft ich so in der Versuchung war, so für die Quick- und Dirty-Lösung für irgendwelche Probleme, emotionale Probleme oder was auch immer da sind, wenn da irgendwas nicht passt oder wie auch immer. Es war eh alles super eigentlich. Ich bin nur darauf aufmerksam, mir ist bewusst geworden, wie oft man verleitet ist zu einer Quick- und Dirty-Lösung. Ich bin noch immer nicht richtig im Fitnessstudio, das muss ich auch selber sagen. Ich merke selber, ich habe nicht so viel Energie, ich hätte gern mehr Energie. Ich trinke lieber ein Lipovital, also jetzt an deswegen sage ich, also ich bin da selber genauso schuldig an diesen Quick und ich weiß jetzt, du fühlst dich nicht wie Superman, aber im Prinzip, wo ich im Fitnessstudio war, habe ich glaube ich nie ein Lipovital getrunken. Jetzt dann denkst du echt schon so, ja, du hast nicht so die Energie, wie du eigentlich sie gerne hättest, na trink mal Lipovital. Verstehst du, was ich meine eigentlich? Also deswegen, ich weiß selber eben aus der eigenen Schuldigkeit heraus sozusagen, dass man immer damit konfrontiert ist und dass man leicht verleitet ist dazu, anstatt zu sagen, ja, ich gehe ins Fitnessstudio trainieren, brauche nur eigentlich die Beine und loslaufen und du machst ja schon irgendwie etwas Gutes für deinen Körper oder Liegestütze oder sonst irgendwie was. Und ja, warum ich mir damals dazu geschrieben habe, das war auch, glaube ich, so ein bisschen die Idee mit dem, was ich jetzt so erzählt habe vom Arbeiten und so weiter, wenn man echt die Probleme, bei mir war das viel in der Partnerschaft, ne, da habe ich mir gedacht, ich brauche eine Frau, die die und die Eigenschaften hat. Dann hatte ich die vielleicht eine ausgesucht, die und die Eigenschaften hatte, aber dann waren die anderen Eigenschaften, die ich vorher nicht mehr in Fokus gezogen hatte, die auf einmal störend da. Und dann wieder, man muss nur wechseln, bis die richtige, und da wird ja auch noch gesagt, bis die richtige ist. Heute weißt du, wie behindert diese Aktion ist, also du weißt das nur als bewusster Mensch mit der richtigen. Es gibt keine richtige. Ich habe noch nie, das gibt's nicht. Du musst an dir arbeiten. Alle langen Ehen, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, doch bei meinen Großeltern habe ich es gesehen und auch sonst aus Bekannten oder Leuten, die ich kenne, war das immer harte Arbeit. Ich habe echt immer Leute gefragt, hat mich immer fasziniert, wenn ich so ein altes Ehepaar sehe, die halbwegs glücklich wirken, wie die das gemacht haben. Und alle haben gesagt, es war die Hölle, es war ein Kampf. Die 40 Jahre und 50 Jahre, die verheiratet sind. Und man muss checken, ob man das will. Ich bin auch nicht ganz der Meinung, viele leben ja wirklich in der Hölle sozusagen.
aber es passt nie mit dem anderen Menschen so wirklich. Und es geht darum, und eigentlich Frauen, da bin ich nachher drauf gekommen, also vor ein paar Jahren eigentlich erst, Frauen sind echter Spiegel, die zeigen da deine persönlichen Schwachstellen und persönlichen Probleme. Die sind echt ein Spiegel, die haben das richtig heraus und die punkten richtig hin, die fokussieren das richtig und das tut da richtig weh. Und ich hatte meine Strategie, ja, eine andere Olle suchen, anstatt mein Problem zu fixen. Wenn man dann, und das merkt man ja, weil man emotional getriggert ist, wenn du dann merkst, na okay, das Verhalten, das passt mir jetzt trotzdem nicht mit ihrer Frau, aber sehr oft wirst du merken, das merke ich im kompletten Leben, weil die Menschen reagieren anders. Wenn du ein Problem in dir gefixt hast, dann reagieren Menschen meistens anders. Es gibt immer Ausnahmen und so weiter. Es hängt immer davon ab, wo man ist. Aber im Schnitt merkst du, dass die Menschen, du kannst das so irgendwie fixen. So wie du, wer hat das gesagt, wie man kommt, gegangen, so man wird empfangen irgendwie. Und das hat nicht nur jetzt mit der Kleidung zu tun, sondern auch wirklich mit der inneren Einstellung. Das habe ich wirklich echt bei Frauen extrem gemerkt. Die sind so der beste Spiegel, also der beste Sparringspartner zur Persönlichkeit. Das klingt jetzt an, wenn man das so sagt, dann könnte jemand denken, das klingt jetzt frauenfeindlich. Das meine ich überhaupt nicht. Weil ich glaube auch, dass ja die Frau, die wählt sich ja auch den Partner, dass die genauso etwas fixen kann dabei. Also das, wo ich sagen wollte jetzt an, so eine Frau ist eigentlich so der beste Sparringspartner für die eigenen Probleme. Auch ich jetzt selber oder generell auch manchmal bei Kumpels. Ich habe jetzt bei einem Kumpel, mit dem ich viel zusammen war, bin ich ein paar Mal damit wirklich konfrontiert worden, wo ich echt gemerkt habe, in mich gehen. Und da habe ich auch gemerkt, deswegen sind persönliche Sachen, die ich nicht teilen will, da habe ich auch bei mir gemerkt, das ist nur aufgetreten, weil ich mit Quick und Dirty Lösungen versucht habe, irgendein Thema zu verdrängen. Anstatt zu sagen, ja, das ist jetzt eine Schwachstelle von mir und ich schaue jetzt nicht weg, sondern ich fixe die jetzt an einmal. Und ich hoffe, es gibt dir einen großen Mehrwert, dieses Video. Ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das Bewusstsein dazu haben, um das zu verstehen, von dem ich jetzt rede. Ich weiß es nicht. Aber es ist echt eine extrem eine hilfreiche Sache. Und ich erzähle die jetzt nicht, weil viele Leute erzählen ja, damit die mehr Leute haben, die ähnlich denken, damit die sagen, ich stehe nicht alleine da mit meiner Meinung. Darum geht es mir jetzt auch nicht. Sondern ich merke selber, also ich habe ja selber jetzt in den letzten Monaten wieder gemerkt, obwohl ich zu wenig, wie gesagt, in meinem Gefühl zu wenig für meine Persönlichkeitsentwicklung getan habe. Aber ich habe gemerkt, gerade, weil man das jetzt an letztes Mal mal da eigentlich ein paar Sachen dazu ein, wo ich dann gemerkt habe, die Quick- und Dirty-Lösungen im Detail, wie die das Problem verursacht haben, ein Problem, das ja, wenn ich dann mich darauf einlasse, merke, das ist ein Problem, das habe ich schon seit ich mich erinnern kann eigentlich. Und mir dann gedacht habe, Helmut, fixen. Und dieses Gefühl, wenn du das fixst, und ich habe das auch bei meinem Kumpel gemerkt, dass mein Kumpel sich danach total anders wieder verhalten hat, ohne dass ich eigentlich auf das Thema, also wir haben nicht das Thema diskutiert, nichts mit irgendwelcher Logik und der ist schuld und du angefangen, nicht irgendwelche solche Sachen, sondern wirklich mein emotionales Problem und so wie die Welt ist, so ist sie und passt. Und das hat mir viel geholfen. Bin da direkt ein bisschen stolz drauf jetzt, dann fällt es mir eigentlich ein. Manchmal nimmt man das gar nicht so bewusst wahr. Wenn ich das Video jetzt nicht gemacht hätte, wären wir jetzt gar nicht die Sachen gekommen, die ich jetzt an, wo ich gemerkt habe, die ich gefixt habe und du fühlst dich besser. Du fühlst dich einfach besser, ohne, obwohl ich das jetzt mitteile, ohne das Gefühl zu haben, ich muss einen anderen das jetzt mitteilen. Das ist so geil, das muss ich einen anderen mitteilen. Sondern wirklich ein in dir befriedigendes Gefühl. Teil das Video gerne auf allen möglichen sozialen Plattformen, wo du unterwegs bist und der Meinung bist, dass dieser wertvolle Inhalt auch für andere Menschen zur Verfügung stellen sollte. Ansonsten, ich freue mich sehr, ich freue mich auf unser nächstes Video, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Servus und alles Gute, bis zum nächsten Video. Servus.